Ciao, 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 meine Freunde, Schalker-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden. Hier ist wieder der Schalker. Ja, wenn ihr gerade seht, ich habe das T-Shirt falsch rum. Aber kein Bock jetzt halt umzugehen. Ist von Pirlo 21, wo der bei New York City gespielt hat. Das war ein Geburtstagsgeschenk zum 40. Ja, wir haben einen Neuzugang wieder. Sag mal so, für mich war das eine Überraschung, weil es wurde in den Medien spekuliert, wir brauchen einen Zehner, wir brauchen einen Spielmacher, wurde von einem Bielefelder Spieler, Stuttgarter Spieler, ganze Zeit drüber gesprochen, in den Medien, überall. Da hat man gedacht, boah, jetzt holen sie den, jetzt holen sie den. Und pam, was passiert? Der Rufen Schröder holt den Reinhold Ranftel. Ja, ich kenne den nicht, viele kennen den nicht. Außer die, die eine österreichische Liga verfolgen, die kennen den auf jeden Fall. Und ich kenne den absolut nicht. Aber der Rufen Schröder, unser Sportdirektor, der ist ja voll begeistert von ihm. Und ich bin ehrlich, jetzt haben wir wieder ein Recht. Er kann ja drei Positionen spielen, dieser Reinhold Ranftel. Er kann rechter Verteidiger spielen, er kann rechtes offensives Mittelfeld spielen, rechtes Mittelfeld, und er kann in der Innenverteidigung spielen. Das ist eigentlich gut. Ich liebe solche Spieler, die mehrere Positionen spielen können. Das habe ich ja oft in den Videos erwähnt. Er hat einen 3-Jahres-Vertrag gekriegt. Er hat eigentlich einen Vertrag bei Linzer ASK bis 2023 hat er da eigentlich noch Vertrag, aber wir haben den abgekauft. Es stand drinne über die Ablöse wurde nicht angegeben, dass die Zeitungen nichts davon berichten. Da steht schon überall was drin und da stand, man sagt, man munkert so um die circa 700.000 Euro Ablösesumme. Sein Marktwert ist 1,5 Millionen und dazwischen zwischen 700.000 und 800.000 ist die Ablöse für diesen Reinhold Ranftel. Ja, ich kann viel zu dem nicht sagen. Ich kann nur sagen, was ich da gelesen habe. Und der Rufen Schröder, unser Sportdirektor, der ist ja richtig begeistert. Er sagte, er soll auf die Rechtsverteidigerposition auflaufen. Da frage ich mich, wenn er auf die rechte Verteidigerposition auflaufen sollte, so wie unser Sportdirektor gesagt hat in einem Interview, dann frage ich mich, wo soll dann Timo Becker spielen? Geht Timo Becker dann in die Innenverteidigung? Oder wie ist das geplant? Wir wissen ja, der Gramozzi spielt ja dieses 3-5-2-System, wird er auch in der zweiten Liga spielen. Da werde ich schon, da kriege ich schon langsam Kopfschmerzen, wenn ich an dieses System denke. Aber ich hoffe, er kriegt diese Spieler, die er gerne haben möchte und die sein System spielen können, wo wir dann alle zufrieden sind. Ja, deswegen bin ich überrascht, wenn er sagt, er soll auf die Rechtsverteidigerposition spielen. Ich gehe mal davon aus, der wird die Rechtsverteidigerposition nicht spielen, er wird im offensives Mittelfeld rechts, weil wir brauchen ja Außenbahn, unsere Stürmer füttern, und ich denke mal, er wird weiter vorne spielen, gehe ich mal davon aus. Aber er sagte über ihn, er soll die rechte Seite rauf und runter marschieren. Das ist die Spezialität von den Reinhold Ranftel. Und der Rufen Schröder ist wirklich begeistert vor diesem Spieler. Da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, was das jetzt für ein Spieler ist, den Rufen Schröder so aus dem Ärmel gezogen hat. Ich bin ehrlich, ich bin gespannt. Da sind ja viele Spieler, die ich absolut, also nicht viele Spieler, bisher zwei Spieler, die er jetzt geholt hat, die ich ja absolut nicht kenne. Und bin ich wirklich drauf gespannt, wie die bei uns einschlagen. Ich hoffe, dass die super einschlagen, um Gottes Willen. Ne? Ich hoffe, dass sie super einschlagen. Ja. Er hat bei Linzer ASK 32 Spiele absolviert diese Saison. 4 Tore, 3 Vorlagen hat er gemacht. Okay, geht. Österreichische Liga ist jetzt nicht eine besondere Liga, aber da kommen auch gute Talente. Aber er ist ja kein Talent, er ist ja 29 Jahre. Erfahrener Spieler, hat viel Dynamik, sagte Schröder, hat viel Dynamik. Bin ich gespannt, ob der uns weiterhelfen
wird. Er hat ja 6 Jahre bei Linzer ASK gespielt und er wäre da nicht weggegangen. Er hat selber gesagt, der Reinhold Schalke ist was Besonderes. Ja, wir sind was Besonderes. Da kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Und wenn wir Fans im Stadion sind, wird ihr merken, wie besonders wir sind. Oder? Habe ich nicht recht? Ja, dann sagen wir mal herzlich willkommen beim geilsten Club der Welt, Reinhold Ramftel. Ich wünsche viel, viel Glück und dass du auch unseren Schalke 04 wieder da hochbringst, wo wir den alle wollen, in der Bundesliga. So, das war's, meine Freunde. Schreibt in den Kommentare, was ihr zu Reinhold Ramftel sagt. Bitte nichts Negatives, weil der kann nichts dafür. Ich sage auch nichts Negatives. Ich lasse mich einfach überraschen. Ganz einfach. So, dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag. Euer Schalker.